Freunde, wir haben 12:34 Uhr, wir haben schon dreimal von der Rezension angerufen, dass wir jetzt los müssen. War echt ein geiles Hotel. Ah, die rufen wieder an, ich schwör, meine Mutter. Einfach nicht rangehen, meine Damen und Herren, einfach nicht rangehen. Dann denken die, wir sind schon los. Ich fühle mich auch wie ein Tour, wenn ihr mal seht, was ich anhab. Freunde, gebt euch, wir hätten einfach eine Garage hier. Wir hätten hier einfach einen Stellplatz. Legende. Alter, man fühlt sich so mächtig, wenn man aus so einer Garage jeden Morgen losfährt. Stell dir mal vor, das ist deine eigene Garage. So. Einfach, mein Kairi-Man schiebt so richtige Faxen. Hey Bro, weißt du, wo wir hingehen können? In diese AWM danach kurz. Eine richtig so bekannte Syriappe. Syrische Ding, AWM. Na, oha, du Hickser, der ist ja schwitzig, wallah. Wer du YouTuber, Bro? Was soll denn das sonst heißen, Bro? Da kann man da so auf korrekt was frühstücken oder so. Weißt du, was ich meine? Chef von hier, wetter Kairi-Man aus. Auf jeden Fall die Felgen. Ja. Gib euch mal den Unterschied, ja? Er braucht eine richtige Wäsche, er ist echt nötig, Alter. Hab ich gesehen, 50 Teile, das sind so 2,50 oder so, das passt, ist ein guter Preis. Der ist doch so, ja. Boah, das war jetzt richtig oben halt schön mein Verdeck sauber gemacht. Krass und krass. Abi, bu jelpayla zu sehen, da her şey için kullanılıyor. Oo, diğer canları da yapacaksın, değil mi? Adamsın. Die arbeiten einfach 14-jährige Kinder. Er hat extrem eine Wäsche gebraucht. Bu gün sizin durumu mezun oldu. İsmin nedir? Halil Oruç. Halil Oruç abi. Adamsın. Die wollen immer alle auf Video drauf. Ich bin einfach auf Video drauf. Alle ist so süß, Alter. Maschallah. Ja, also Auto glänzt auf jeden Fall wieder, gell? Video, das haben wir schon anhand des Felgens gesehen, Alter. Der schaut echt besser aus. Und die ganzen Katzenhaare sind jetzt, glaube ich, auch weg. Als nächstes ist nochmal die Spülung, ganz wichtig. Aussagen gefährdet. Danach trocknen die es ab und dann ist gut. Was sagst du dazu? Krass Unterschied. Ja, behindert. Vor allem, ich habe ihn ja noch direkt gesehen, boah, du hast auch geistig anders. Sowas befriedigt mich einfach nur, obwohl ich voll Hunger habe und gerade am Verrecken bin. Aber Istanbul kann kommen mit dem Wagen jetzt. Das war schon immer mein Traum, mit Cabrio offen und durch Istanbul fahren. Über die Brücke. Stimmt, Digga. Letztes Jahr mit C63. Dieses Jahr mit E36. Was mit E34 auch? Das Auto zu stabil, Allah. Maschallah. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall mein E36. Einmal in komplett sauber. Konuşma yapacağım, evet. Ne diyeyim? Ben hayatımda ilk defa Türkiye'de böyle bir BMW görüyorum. Şunu göster bir kardeşim, göster. Şuna bak. Senin bir YouTuber olur. 10 numara. Tamam. Cantlara bak, cantlara. Azer Edition. Bu işin imalatını, icraatını, her şeyini. Bak makine de var, salça makinesi. Oo. Buradan atıyorsun. Evet, çarp. Suyu geliyor. Suyu, evet, salça çıkıyor. Evet. Bırak bu suyu dünyada tek. İftara simitçi bak. Ooo, amca. YouTuber. Kolay gelsin. Mahallenin simitçi mi burası? Şu an biz neredeyiz ya? Mutlular Mahallesi. Bizim o havaya da öyle yok ya, Allah'a yok. Ich sag euch mal was. Wenn mein Cousin so dabei ist oder meine Freunde oder so, macht mir YouTube so viel Spaß. Ich könnte gerade noch so 2-3 Wochen in der Türkei bleiben. Was? 2 Wochen? Es bockt sich auf jeden Fall richtig. Wir werden jetzt nochmal zu einem AWM gehen. Ich finde Bursa so krank. Irgendwie gefällt mir Bursa richtig. Und dann auch noch Istanbul. Nach Bursa, Istanbul schon Endlevel. Mami fliegt dann irgendwann zurück. Ich bin dann erstmal noch alleine hier. Bro, ich kann in der Türkei leben. Marka AWM.
Wallah, ist auch mal geiler, nicht immer nur Auto-Content, inklusive Auto-Content ist Bock. Ja, ich weiß, was ich meine. Mode. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Wir haben jetzt einmal Kaiser-Mut-Fahr bestellt. Bin mega gespannt, wie es schmeckt. Schüttermante ist auf jeden Fall nicht so wie normale Mante. Das ist so ein bisschen härter. Ich teste jetzt. Also dieses Joghurt ist Endlevel. Muss mal probieren, aber schmeckt gut. Alter, wo ich schon wieder bin, Alter. Die nehme ich hier komplett auseinander. Ich verliere mich immer selber in dem Laden, ja. Diese Rechte ist aber Motherfucker, Digga. Digga, was ich hier wieder als eingekauft habe, Mann. Nein. Warst du schon bei Nike? Noch nicht, oder? Nur kurz. Freunde. Gelin vurun 4000 TL harcadık Feneryum'da. Ich habe mir 3 Sets gekauft, die 2. Auch nochmal in lang, dann nochmal so eine richtig geile Jacke, die ich richtig spiele, die ich euch vorhin gezeigt habe. Jetzt gehen wir zu Nike und shoppen weiter ein. Wir sind endlich gefickt, Bro, ich gebe so viel Geld aus. Nein! Wir haben jetzt einfach so ein Nackenkissen gekauft. Es gab auch den nochmal in dunkelblau. Aber ich fand den irgendwie cooler jetzt zum Optischen vom Trikot. Und so wäre natürlich das dunkelblaue besser. Und darf ich eigentlich nicht mal aufnehmen. Wir schauen einfach. Wir haben so ein paar Trikots geholt. Ich hab mir so eine Hose geholt, so eine Cargo geholt in schwarz. Ja, die von letztens. Die von letztens, die nicht meiner Größe gab, wo ich in braun geholt habe. Und jetzt, das Nackenkissen ist halt schon gut, so bequem so, ne? Das ist, kennst du diese Dingbälle? Ja. Es gibt auch diese Stressbälle, die bleiben ja, ja. So. Ah, genau, das ist diese Ding, ja. Diese Dingstoff. So, so, okay, so. Ah, no, so. Und dann geht's ja. Schwarz, komm. Mama, eigentlich, ich sag so ungern, woher ich immer meine Klamotten kaufe. Aber diese Cargo-Hosen sind geisteskrank, Freunde. In B, schwarze, lange Jogger habe ich jetzt auch, die unten richtig breit ist. Und hier so, da ist einfach so ein B drauf. Ich habe echt mal Bock, meine eigene Modemarke herzustellen, aber es ist noch ein langer Weg. Und ansonsten kaufe ich jetzt so meine Hosen bei Bershka ein. Ich eben mega empfehlen und ich probiere die jetzt alle an. Es gibt diesem Video einen Daumen nach oben. Gönnt euch Kaffee. Erster Link in der Videobeschreibung draußen. Danke an euren Support, danke an alle. Sonst könnte ich mir jetzt keine Hose leisten für 500 Euro. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal ein anderer Vlog gewesen. Kommentiert irgendwas. Ich verlose wieder 3 Parfüms in die Kommentare. Ansonsten gönnt euch Parfüm. Der neue Drop ist draußen. Bin immer noch gefangen in der Türkei, meine Damen und Herren. Ich kann einfach nicht nach Deutschland. Ich warte auf etwas. Das kann noch jetzt etwas dauern. Vielleicht noch mal eine Woche oder so. Und solange muss ich jetzt einfach noch in der Türkei bleiben. Wobei ich eigentlich sagen muss, mir geht's hier gut. Solange immer nur Freunde, Cousins und so da sind. Aber alleine könnte ich jetzt auch nicht bleiben. Baut keine Scheiße, geht alle studieren, geht alle lernen, macht eure Ausbildung, seid so fleißig in der Schule. Und da müsst ihr nicht so wie ich immer in der Türkei bleiben. Aber nein, ich habe gerade einfach mein Leben voll schlecht geredet und habe gesagt, die sollen zur Schule, dass sie nicht in der Türkei chillen können. Aber nein, ich bin auch ein Vollidiot.